Heute Motorvlog aus Hamburg. Heute mal meine Freundin mit dabei, aber nicht im Dual-Vlog. Das geht leider nicht. Da hat sie auch kein Interesse dran, muss sie auch nicht. Ich komme gerade von der Arbeit. Stehen wir ein bisschen in der Stadt und stehen und stehen. Ja, genießt das Wetter, ist heute traumhaft zum Fahren. Ist mega heiß. Gerade in der Kombi. Oh, da wäre mir die Maschine fast abgesoffen. Machen wir schnell rüber. Ja! Heute für mich letzter Arbeitstag. Jetzt ist mal 4 Tage frei, ja. In meinem Job hat man nämlich alle 4 Tage, nach 6 Tagen Arbeit 4 Tage frei. Und dann haben wir wieder 4 Tage früh und dann haben wir wieder 2 Tage frei und dann gehen die 6 Tage wieder los. Ist ganz geil eigentlich, aber hat auch Nachteile. Wochenende ist dann... Wochenende ist nicht mehr so das Wochenende wie früher. Leichte Kommunikationsstörung zwischen mir und meiner Freundin. Ja, heute ist echt ein geiler Tag, kann man nicht anders sagen. Mal gucken, wie wir durch die Stadt kommen. Wir sind auch nur mit dem Motorrad in die Stadt gefahren, weil wir halt schnell durch den Verkehr wollten. Und es war auch goldrichtig. Ja, geil, Arsch aus dem Fenster. Ja, super Typ, Alter. Blöder Wichser, Alter. Nein, sowas geht gar nicht. Aus dem Auto aschen oder Zigaretten rausschmeißen. Bist du überhaupt kein Fan von. Das ist natürlich jetzt auch uncool mit der Kehrmaschine, aber was will man machen? Ist halt deren Job, die muss es auch geben. Ja, mal gucken, was sagt die Temperatur? 27 Grad. Mal gucken, das geht bestimmt noch runter. Weil die Maschine stand jetzt ewig in der Sonne. Tja. Mann, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich komme gerade ein bisschen blöd vor. reden wir einfach mal über Wheelies und Knieschleifen. Könnt ihr das? Macht ihr das? Vor allem macht ihr es auch in der Öffentlichkeit. Also sprich, so jetzt wie hier mitten in der Stadt Wheelies machen. Macht ihr sowas? Also ich kann es... Wheelie machen kann ich nicht. Ich würde es gerne können, aber... Ich krieg's aber nicht hin, ich krieg die Maschine nicht hoch. Jetzt werden vielleicht irgendwann mal einige schreiben, ja, sie schon. Ich kann's nicht. Warum steht meine Freundin da drüben und ich hier? Naja, wie ihr seht, meine Freundin fährt eine Kawasaki Ninja 250R, eine kleine Maschine. Liebäugelt aber schon seit der Ewigkeit mit einer Yamaha R6. Ich würde es cool finden, wenn sie sich die kauft. Aber das muss sie wissen. Hat sich gerade erst ein neues Auto gekauft. So, ich kann das Motorrad auch noch ein bisschen warten. Ja, wieder zurück zum Thema. Wheelies. In der Stadt, macht ihr das? Wie findet ihr das, wenn das andere machen? Also ich selbst habe da jetzt nichts dagegen, solange er aufpasst, dass da nichts passiert und nicht in den Verkehr mit angreift bei anderen Leuten. Dann ist er auch von mir, was sollen sie es da machen? Ich glaube, wenn ich es können würde, würde ich selber auch so machen, aber auch nur so und nicht anders. Ja, Knieschleifen, ja, das schon. Jetzt kann ich gucken, wie die Kamera sitzt. Ich komme ein bisschen mehr nach rechts, ja. Knieschleifen selbst, ja, aber das sind, wenn dann nur auf der rechten Seite, meistens bei Autobahnausfahrten. Oder, naja, es gibt ja so eine Streckebahn dagegen, da kann man das machen. Aber da fahren sich, oh, das ist wirklich ein bisschen weit rechts die Kamera, so jetzt sollte es besser sein. Da kann man das machen, aber auf dieser Strecke, da sind so viele Asphaltflicken. Und da sind auch letztes Jahr
4 Leute leider schwer verunglückt. Es ist aber keiner bei gestorben, zum Glück. Und dann einer meiner besten Kumpels ist da auch mit rausgeflogen aus einer Kurve. Aber es ist halt wirklich eine der wenigen Kurvenstrecken, die es hier oben gibt. Also es gibt bestimmt noch mehr, zum Beispiel am Deich bei Hoopdelang. Das gibt es natürlich alles. So gute Straßen, wo man schön kurvenreich fahren kann, aber ich finde zum Kniestreifen, das geht ja nicht. Kniestreifen ist auch mal so eine Sache, wenn man das öffentlich macht im Straßenverkehr. Man lehnt sich auch immer sehr weit, je nachdem, ob man es nach links macht oder nach rechts, in den Gegenverkehr rein. Und das sollte man dabei schon nicht machen. Man das sollte schon da machen, wo man es weiß, dass man es da machen kann und nicht in den Gegenverkehr kommt. Leute, das ist euer Leben. Und ihr müsst auf euch aufpassen. Ja, aber das ist eine Hitze heute, ne? Oh, geiles Auto. Gestern oder vorgestern, da war das hier bombenvoll in der Stadt. Da habe ich die Leute oben aus der U-Bahn gesehen. Hier runtergeguckt, da standen die hier auf beiden Seiten. Und ätzend, ne? Die Leute, die dann zu den normalen Hauptverkehrszeiten nach Hause mussten, die haben mir richtig leid getan. Wusste echt nicht, boah, ne. So. Ja, fahre ich mal rüber. Naja, ich will euch heute auch gar nicht so lange belästigen mit diesem Video. Einfach mal so ein kurzes Video zum Thema Knieschleifen oder Wheelies machen in der Öffentlichkeit. Wie ihr da so zu steht, könnt ihr das? Wenn ihr es könntet, würdet ihr es machen? Oder sagt ihr, nee, Wheelies machen erstmal. Wheelies in der Öffentlichkeit ging gar nicht. Oder im öffentlichen Straßenverkehr, auf privaten Strecken oder so, ist das alles natürlich kein Thema. Oh Mann, ich bin extra rübergefahren, damit der nicht vor mir fährt. Ja, geil. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Fahren. Abgase, lecker. So, gut, wir stehen. Ätzend. Na toll. Ja, das war ja auch nicht mehr. So, ja, Knieschleifen, Öffentlichkeit, ja, nein. Ich meine, wenn man es machen kann und dann weiß, dass man sich selbst nicht gefährdet und andere auch nicht, dann und man weiß, dass man nicht in den Gegenverkehr sich reinlehnt oder so oder in die andere Fahrspur, dann sollte man es lassen, ganz ehrlich. Quatsch, was soll ich denn? Wenn man weiß, dass es geht, dann sollte man es machen. Wenn man weiß, dass es nicht geht, dann sollte man es lassen. Boah, geil. Geiler amerikanischer Oldtimer da hinten. Finde ich ja cool, solche Autos, ne? Solche alten Amerikaner. Mega geil. Ja. Na gut, das war's auch schon für das. Leute, verzeihtet, ich muss das noch ein bisschen lernen. Das war's erstmal für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao und schreibt mal eure Meinung noch in die Kommentare. Und lasst ein Abo da.